48. Sicher. Nachhaltige Gemeinschaften, frei von gefährlichen Entitäten. Überlebensschwierigkeitsklasse, bewohnbar. Level 48 ist eine unendliche Sandstrandpromenade mit einer vermutlich unendlichen lauwarmen Ozean, der möglicherweise frei von Leben südlich des Strandes ist. Dieses Level besteht aus einem tropischen Wald, der 200 Meter nördlich des Strandes liegt. Level 48 hat keinen Tag-Nacht-Zyklus und steckt in einem permanenten Zustand des Sonnenuntergangs fest. Wobei das Wetter sonnig ist. Die Sonne der Stufe 48 hat einen rot-gelben Farbverlauf und gibt 30% des Sonnenlichts ab, das mittags auf der Erde empfangen wird. Dieses Level ist von tropischem Klima und die Temperatur variiert von 22 Grad Celsius bei 36 Grad Celsius. Abhängigkeit von der Lage innerhalb des Levels. Der Strand von Level 46 48 besteht aus vielen Luxushäusern und Hotels. Diese Gebäude variieren in der Größe, aber sie scheinen in Bezug auf die Ästhetik modern und luxuriös auszusehen. Sie sind alle mit modernen Möbeln und Geräten sowie einer Klimaanlage ausgestattet. Level 48 hat viele üppige Vegetation und essbare Pflanzen. Aus diesem Grund wäre es überhaupt nicht schwierig, Nahrung zu finden. In Kombination mit den verschiedenen bewohnbaren Räumen und Annehmlichkeiten wurde Level 48 von dem Mac als bewohnbar eingestuft. Der Wald auf Level 48 hat dichte Bäume mit verschiedenen Arten von Flora und Fauna, von denen die meisten die in der Front Rooms ähneln. Sie sind alle nicht feindselig und möglicherweise zähmbar. Die Flora und Fauna, die einzigartig für Level 48 ist, befindet sich in der Regel 30 Kilometer nördlich des Strandes und sich als solches nicht ausgiebig dokumentiert. Eine detaillierte Liste der Flora und Fauna ist hier angeführt. Fauna. Laguas sind fügsame Jaguar-ähnliche Kreaturen, die eher blaue Haut als braune Haut und lila Augen haben. Languaren haben weniger scharfe Zähne als Jaguare und sind Pflanzenfresser. Sie wandern normalerweise in den Büschen herum des tropischen Waldes, sind aber gelegentlich in weniger grasbewachsenen Gebieten zu sehen. Languas haben bessere Sehvermögen als Jaguare und scheinen Wanderer aus bis zu 2 Kilometer Entfernung zu spüren und zu hören. Sie können mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 Kilometer pro Stunde laufen. Languas scheinen auch immun gegen Elemente zu sein, die normalerweise einen Wanderer töten würden, wie Schwefelsäure und flüssige Schmerz und Liquid Pain. Sie können bis zu 3 Tage ohne Nahrung und 5 Tage ohne Schlaf überleben. Es gibt einen Bericht über einen Wanderer, der einen Laguar vollständig zähmt, aber das ist unbestätigt. Veraffes scheinen den Giraffen von den Frontrooms zu ähneln, aber sie haben eher grüne als braune Hälse. Sie sind viel größer als Giraffen mit einer Höhe von bis zu 12 Metern. Trotz der Höhe sind Veraffes in der Lage, ihr Gleichgewicht zu halten und nicht umzufallen. Sie können relativ schnell mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde laufen. Das Intelligenzniveau eines Veraffes ist ziemlich niedrig, da sie bis zu 6 Sekunden brauchen, um zu spüren, wie ein Wanderer sie berührt. Veraffes sind in der Regel in Packungen mit 6 bis 10 Personen zu sehen und können bis zu 36 Stunden ohne Nahrung überleben. Pinktas. Pinktas, wie der Name auch schon sagt, sind pinke Panther. Pinktas scheinen in der Lage zu sein, sich asexuell zu reproduzieren. Das bedeutet, dass die Reproduktion mit einem einzigen Pinkter durchgeführt werden kann. Pinktas sind 25% kleiner als ein durchschnittlicher Panther und passiv gegenüber Wanderern. Pinktas können bis zu 33 km pro Stunde laufen und können ein Leben lang eine Diät überleben, die nur aus Gras und Blättern besteht, was sie zu Pflanzenfressern macht. Ihr lautes Gerüll ist von bis zu 1,6 km zu hören und sie sind in der Regel in weniger grasbewachsenen Gebieten zu sehen. Säpes. Säpes sehen Frontroomsaffen sehr ähnlich, aber die Haut eines Säpes ist rot gefärbt. Säpes sind viel intelligenter als Affen, da sie in der Lage sind, menschliche Sprachen zu verstehen und sogar zu sprechen. Sie können auch von Menschen hergestellte Lebensmittel sowie Pflanzennahrung im Wald essen. Säpes wurden gesehen, wie sie Holzunterstände in Baumstämmen aus Wald bauten. Säpes scheinen auch größere Ohren zu haben als ihre Affengegenstücke. Carrots. Carrots sind papagei-ähnliche Vögel, die schwarze Haut haben. Carrots sind dafür bekannt, weit weniger intelligent zu sein als ein durchschnittlicher Papagei. Und sie haben eine Lebensdauer von nur 20 Jahren. Sie leben normalerweise in den grasbewachsenen Gebieten und sind oft im aktivsten, dunkleren Gebieten des Waldes zu finden. Der Rufklang eines Quarots ist auch merklicher zerrt als der eines normalen Papageis. Flora. Veroaca-Blumen. Veroaca-Blumen sind kleine Blumen, die sehr ähnlich wie Passionsblumen der Frontrooms aussehen und sich verhalten. Wobei der Hauptunterschied darin besteht, dass sie immer grau sind. Im Gegensatz zu normalen Passionblumen kann Veroaca-Flower jedoch nur bis zu 8 Monaten in freier Wildbahn leben.
Die Frucht, die aus einem Feroka-Baum stammt, wird als Feroka-Frucht bezeichnet. Feroka-Früchte sind graue, eiähnliche Esswaren, die sowohl viel Vitamin C als auch Kalium enthalten, sodass die Aufnahme gefördert wird. Wiederum kann die Flüssigkeit als Feroka-Frucht auch extrahiert werden, um Feroka-Juice zu erzeugen, der die zuvor erwähnten Elemente sowie Lithium enthält. Das zur Behandlung von physischen Erkrankungen verwendet werden kann. Bromeliaden. Bromeliaden sind den Bromelien von den Frontrums sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass ihre Blüten kürzer dauern als die einer Bromelie. 2 Wochen im Vergleich zu 4 Monaten. Basen und Außenposten. Die Viroka-Bauern. Die Viroka-Farmer ist eine landwirtschaftliche Gemeinschaft, die aus etwa 300 Mitgliedern besteht. Sie können in der Regel gesehen werden, wie sie Viroka-Früchte aus ihren Pflanzen ernten. Sie extrahieren die Flüssigkeit aus der Frucht, um Viroka-Saft zu erzeugen. Die Viroka-Bauern haben viele Geschäfte, die Viroka-Saft und Obst anbieten. Eingänge. Level 48 kann in der Regel durch No-Clipping in den Sand von Level 134 betreten werden. Wenn Sie auf dem Boden eines heilblauen, lauwarmen Sees auf Level 121 schwimmen, wird man an das Ufer von Level 48 teleportiert. Wenn Sie durch ein Fenster auf Level 188 gehen, das einen Strand in einem Zustand des Sonnenuntergangs darstellt, wird Sie das hierher führen. Das Betreten einer Tür mit einem rot-gelben Farbfall auf Level 21 führt zu diesem Level. Wenn Sie einen mit Sand bedeckten Raum auf Level 11 schlafen, werden Sie hier aufwachen. No-Clipping in eine zufällige erscheinende Palme in der Wüste von Level 46 wird Sie hierher bringen. Ausgänge. No-Clipping im Inneren eines Hotels auf Level 48 führt zu Level 581. Das Schwimmen auf dem Boden eines kleinen Sees bringt Sie zurück auf Level 121. Wenn Sie tot auf einen Strandboden spielen, besteht eine kleine Chance, dass der Shadow Sie auf Level 100 sieht. Das ist nicht bestätigt. Bauernhäuser können zufällig im Wald von Level 48 gesehen werden. Wenn Sie einen der Baumhäuser betreten und verlassen, gelangen Sie auf Level 10.